In diesem Video geht es um Multiplikation von Wurzeln. 6 Aufgaben und die solltest du erstmal selber probieren. Drück Pause, rechne soweit du kommst und wenn du am Ende deine Lösung vergleichen willst oder wenn du irgendwo stecken bleibst, dann schau dir meinen Lösungsweg an. Erste Aufgabe, Wurzel 8 mal Wurzel 2. Auf den ersten Blick kann man das erstmal nicht ausrechnen. Die 8 ist keine Quadratzahl und die 2 auch nicht. Aber es gibt eine Regel, und zwar, wenn zwei Wurzeln multipliziert werden, dann kann man das unter eine Wurzel schreiben. Also, ich zeige mal, was ich meine. Man könnte schreiben, Wurzel von 8 mal 2. So, was ist 2 mal 8? Das ist 16, und 16 ist eine Quadratzahl. Also Wurzel 16 und Wurzel 16 ist gleich 4. Nächste Aufgabe. 12 ist keine Quadratzahl und 3 auch nicht, aber wir können wieder die gleiche Regel wie eben anwenden. Wir können sagen, eine große Wurzel und 12 mal 3. Und das ist gleich Wurzel 36. Und wer die Quadratzahlen kann, der weiß, Wurzel 36 ist gleich 6. Man merkt schon, diese Aufgaben funktionieren alle nach diesem Prinzip. Wurzel 12,5 mal Wurzel 2. Wir können sagen, ist gleich Wurzel 12,5 mal 2 und 12,5 mal 2 ist gleich Wurzel 25 und das ist natürlich gleich 5. Bei Wurzel 18 mal Wurzel 2, gleiches Verfahren, ist gleich Wurzel aus 18 mal 2. 2 mal 18 ist 36 und das ist natürlich, also Wurzel 36 ist natürlich 6. Bei der nächsten Aufgabe stehen jetzt auf einmal 3 Wurzeln da. Und eine Wurzel kann man auf jeden Fall schon mal ziehen. Wurzel 4 ist gleich 2. Also ich könnte schon mal schreiben, ist gleich, ich schreibe das so um, 2 mal Wurzel 2 mal Wurzel 8. Wurzel 2 mal Wurzel 8, das wissen wir aus der ersten Aufgabe noch, das war Wurzel 16, also 4. Also wäre das gleich 2 mal 4. Und das ist gleich 8. Alternativ hätte man auch sagen können, man schreibt alle 3 Zahlen unter eine Wurzel. Also 2 mal 4 mal 8. 2 mal 4 ist 8, mal 8 ist 64 und die Wurzel aus 64 ist auch gleich 8. Beide Wege funktionieren. Bei der letzten Aufgabe müssen wir das so machen, dass wir alle 3 Zahlen unter eine Wurzel schreiben. Denn da ist keine Quadratzahl dabei. Also Wurzel, 2 mal 5 mal 10. 2 mal 5 ist 10, mal 10 ist 100, also ist gleich Wurzel 100 und Wurzel 100 ist gleich 10. Damit sind wir fertig.